Jetzt kochen wir einen, ein Gericht, einen Gang, den ich selber sehr, sehr gerne zubereite und was auch bei uns sehr, sehr oft auf der Speisekarte ist oder im Menügang sozusagen zu finden ist. Es ist ein Gin Tonic Sherbet oder Sorbet mit Passionsfrucht und Gurke. Ja? Vor allem im Sommer auf der Terrasse, so kurz vorm Hauptgang, wenn du so einen Gang kriegst, ist es einfach total erfrischend. Man kann auch einfach so als Dessert zum Beispiel den Gang nehmen oder essen. Ein toller Gang. Was kommt da alles darin vor? Gin Tonic, klar. Tonic Water, Limette, Passionsfrucht, Gurke. Bin mal gespannt, wie es euch gefallen wird oder gefällt. Ich fange sofort an mit der Gelatine. Die tue ich jetzt immer im kalten Wasser jetzt hier einweichen. Tonic Water mal aufkochen. Vollgas geben. Dann gebe ich ein bisschen Limettensaft dazu. Und Zucker. So. Und ein bisschen Rosmarin. Ich finde Rosmarin und Gin, das passt sehr gut zusammen. Das harmoniert wirklich sehr gut miteinander. Man kann auch eine Orangenschale nehmen, das würde genauso gehen. Aber ich mag lieber Rosmarin. Ich habe zu Hause auch eine Sorbetmaschine. Und oft ist es so, wenn ich frei habe, dann machen wir so ein Sorbet. Ich würde dann nochmal extra ein bisschen Gin drauf und dann setze ich mich auf die Terrasse und genieße es. So, jetzt kochen wir mal auf und probieren, wie das schmeckt. Da würde ich auch hier bei dem Gang würde ich vielleicht einen Gin nehmen, eine Sorte nehmen, die vielleicht ein bisschen fruchtig ist. Es gibt ja auch manche, die ein bisschen schon von Haus aus Zitrusaromen haben. Die würde ich an eurer Stelle bevorzugen, weil das passt eigentlich sehr gut mit der Passionsfrucht und auch mit der Gurke zusammen. Ein kleiner Tipp von mir nebenbei. So, das hat jetzt aufgekocht. Nehme ich hier die Gelatine, die ist drücke ich jetzt mal aus und löse hier in der Flüssigkeit auf. Gut umrühren. Ein bisschen ziehen lassen. Ich würde mal sagen, so 10 Minuten, Viertelstunde ziehen lassen, so dass der Rosmarin auch noch sein Aroma abgegeben hat. Und dann würde ich anschließend verarbeiten. So, jetzt geht's weiter. Jetzt nehme ich hier den Rosmarin raus und gebe die Flüssigkeit hier in so eine Eismaschine oder in die Sorbetiere. Schmeckt schön süß, sauer. So, da fehlt noch was. Und zwar Gin. Den geben wir auch noch dazu. Ne? Wie viel Gin ihr da, sag jetzt mal, ihr könnt so viel Gin nehmen, wie ihr wollt. Also nicht zu viel natürlich, ja. Aber ich habe jetzt eine Rezeptur, ihr könnt auch weniger machen, das geht auch. Also nicht schlimm. Ihr könnt auch ohne Gin machen und Gin dann am Ende oben drauf schütten, wie ich das zu Hause mache. Also von daher, alles möglich. So, jetzt schauen wir mal. Ich denke mal so, jetzt stelle ich das mal auf 30 Minuten. Und jetzt, perfekt. Unser Sorbet ist schon fest geworden, das freut mich. Jetzt nehme ich so einen Parisienaufstecher, da gibt es ja auch verschiedene Größen. Ne? Gibt es große und kleine, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Könnt ihr hergehen und einfach so ein bisschen was rausdrehen, so ein Kügelchen. Oder ihr könnt auch hergehen. Einfach zum Beispiel ganz dünne Scheiben schneiden. Ihr könnt auch sonst hergehen. Ja. So kleine Würfeln schneiden, ganz feine Würfeln.
zum Beispiel auch gehen. Schaut mal, sieht doch top aus. Sehr schön. Oder ihr schneidet ganz feine Streifen, das würde auch gehen. Habt ihr verschiedene Varianten, schaut mal. Ne? Oder noch einfacher, einfach einen Schäler nehmen. Einfach so runterschälen, erstmal die Haut weg und dann anschließend so Streifen. Und die könnt ihr dann zum Beispiel einrollen. Ja, und dann könnt ihr ja mit den Streifen zum Beispiel noch füllen, wenn ihr wollt. Dann sieht es auch optisch ein bisschen schöner aus. Also das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Hauptsache ein bisschen Gurkengeschmack ist in dem Sorbet mit drinnen. Wunderbar, dann geht es weiter noch mit den Passionsfrucht. Na, ihr könnt auch hier zum Beispiel statt Passionsfrucht könnt ihr auch Granatapfel nehmen. Granatapfelkerne, das würde auch gehen. Oder Blaubeeren zum Beispiel. Das geht auch sehr gut. Einfach hier aufpassen. Passionsfrucht ist sehr, sehr sauer. Deswegen einfach nur ein bisschen so vermischen. Das ist eigentlich so die Einlage, ne? Super. Sieht gut aus. Einlage ist fertig. Sorbet ist fertig. Und jetzt können wir anrichten. Ui, sieht super aus. Schön. Jetzt bin ich mal gespannt. Eine richtig schöne große Kugel. Oder eine Nocke. Und jetzt hier so eine Gurke. So, hier die Würfelchen, die gebe ich hier zu den Passionsfrucht. Vermischt das so schön miteinander. Und jetzt einfach nur so schön. Top. Habe ich hier noch ein paar Brombeeren. Ich nehme einfach so 2-3 Stück, legen wir auch so mit rein. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein bisschen Limettensaft noch so oben drüber tun, wenn ihr ein bisschen Frische haben wollt. Das ist doch ein tolles, erfrischendes Dessert. Ah, wirklich schön geworden. Vor allem schmeckt es auch sehr gut. Der kleine Teller ist für euch und der Rest gehört mir. Mehr dazu findest du auf siebenhauben.com.